Herzlich willkommen zu Wirtschaft aktuell, Ihr TV-Magazin der IHK Nürnberg für Mittelfranken. Heute mit diesen Themen: Berufsbildungsmesse in Nürnberg. Wie können Flüchtlinge in die Arbeitswelt integriert werden? Und im neuen WIM-Magazin das Thema Recht und Steuer. Was sie später einmal werden wollen, steht für viele Schulabgänger noch nicht fest. Welche Berufe gibt es überhaupt und welcher passt zu mir? Auf der Berufsbildungsmesse 2015 im Nürnberger Messezentrum gab es jede Menge Informationen rund um die 350 Ausbildungsberufe. Es gibt eigentlich alles, was ein junger Mensch sucht. Die generelle und breite Basis von Verbänden und Kammern, die einfach mal grundsätzlich informieren, kaufmännische Lehre, Lehre im Gewerbe, gewerblichen Bereich, handwerkliche Lehre. Und dann gibt es natürlich die einzelnen Firmen, die dann für sich werben und für ihre Ausbildungsberufe, die Handwerksberufe, wo man sagen kann, ich probiere mal gleich was mit Holz, ich probiere mal was mit Metall, ich gehe zum Optiker, schau mal, was der macht. Es gibt das Thema Laser und viele andere Dinge, wo ich gleich händisch mich begeistern kann für das Thema und dann sagen kann, passt für mich oder passt nicht. Und das Konzept kommt bei den Jugendlichen gut an. Ja, es ist ziemlich interessant. Ich war schon ein paar mehreren Orten hier, also ja, es ist cool eigentlich. Ja, man kann alles ausprobieren. Und man kann sich super informieren. Die Integration von Flüchtlingen in die Berufswelt war ein weiteres Thema der Berufsbildungsmesse. Im Rahmen eines Kongresses diskutierten Lehrer, Berufsberater, Personaler und Ausbilder die Herausforderungen, aber auch Chancen. So rechnet der IHK-Hauptgeschäftsführer zum Beispiel mit positiven Auswirkungen auf den Fachkräftebedarf. Wir sehen ein großes Potenzial gerade bei jungen Flüchtlingen, die wir an eine berufliche Ausbildung heranführen wollen. Dort werden wir viele Anstrengungen unternehmen, weil genau da auch ein großer Bedarf bei unseren Unternehmen ist. Wir wissen, dass 1000 Lehrstellen in Mittelfranken in diesem Jahr nicht besetzt werden konnten bislang. Und wir denken, dass mittelfristig hier die Flüchtlinge durchaus ein großes Potenzial bieten können. Elternstolz ist der Name einer Kampagne, mit der das Bayerische Wirtschaftsministerium, die IHKs und die Handwerkskammern für die duale Berufsbildung werben. Im Zentrum der Kampagne stehen Väter und Mütter, die sagen, ich bin stolz, dass mein Kind eine Ausbildung zum Mechatroniker, Bäcker oder zur Bürokauffrau macht. Industrie 4.0 stand im Zentrum der SPS IPC Drives. Dieser Zungenbrecher steht für Europas führende Fachmesse der elektrischen Automatisierungsbranche. Mit 1700 Ausstellern war das Messezentrum komplett ausgebucht. 65.000 Besucher kamen nach Nürnberg, um sich über die Produktion von morgen zu informieren. Der Aktionstag Handel und Dienstleistung machte Schulabgänger mit der Vielfalt der Ausbildungsberufe vertraut. Dazu informierten Unternehmen in Schulen über die Ausbildung und luden die Schüler in die Betriebe ein. Initiiert wurde das Projekt vom IHK-Ausschuss für Handel und Dienstleistung. Seit November sind Vermieter dazu verpflichtet, den Ein- und Auszug ihrer Mieter schriftlich zu bestätigen. Wann diese Vermieterbescheinigungen ausgestellt werden müssen, lesen Sie in der neuen WIM. Im Special Recht und Steuer geht es außerdem um die Themen Gratifikationen, Brandschutz und Buchführungsgesetze. Die Zahl des Monats ist 85. Bei einer Feierstunde in der Grünen Halle in Fürth wurden 85 junge Kaufleute und Facharbeiter für ihre Spitzenleistungen in der Ausbildung ausgezeichnet. IHK-Vizepräsident Hannes Streng gratulierte den Absolventen und dankte den Unternehmen und ihren engagierten Ausbildern. Aktuell sind noch rund 1000 Ausbildungsplätze in Mittelfranken unbesetzt. Das war Wirtschaft aktuell. Wenn Sie mögen, dann sehen wir uns im Januar wieder. Bis dahin, Servus und Ade.